Besondere an der Achterbahn ist, dass wir wirklich individuelle Fahrzeuge haben, die einen Motor an Bord haben. Und der Motor ist wirklich sehr, sehr stark, hat insgesamt 1050 Newtonmeter Drehmoment. Wenn man das mal vergleicht mit einer normalen Ducati, die hat nur 150. Und man kann selber die Geschwindigkeit bestimmen. Das heißt, in einer gewissen Range haben wir die Möglichkeit, selber zu beschleunigen und selber abzubremsen. Und so haben wir wirklich die Möglichkeit, richtige Rennen auf der Bahn zu fahren. Also das Besondere an der Bahn ist, das sind zwei parallele Strecken mit insgesamt 12 Fahrzeugen, 6 auf jeder Strecke. Und wir haben die Möglichkeit, alle 14 Sekunden zu starten, sodass wir wirklich eine Kapazität von insgesamt 1000 Personen pro Stunde erreichen können. Was natürlich das Besondere an dem Fahrzeug ist, wir haben hier Originalteile von Ducati verwendet. Man sieht es vorne an dem Windshield mit den Blinkern, auch Originallampen und auch die Hecklampe. Sodass, es war auch Ducati wichtig gewesen, einfach die Verbindung zu der neuen Panigale V4 zu bekommen und da die Emotionen einfach zu zeigen. Die Herausforderung für uns war natürlich dann, dass es nicht aufgesetzt wirkte, sondern auch wirklich ein Fahrzeug ergibt. Und unser Designer hat es fantastisch geschafft, auch den Rest des Fahrzeugs in ein richtiges, heißes Fahrzeug zu verwandeln. Das ist natürlich auch das Original-Display von Ducati. Wir haben es so modifiziert, dass wir auf der Strecke dann auch wirklich die Geschwindigkeit angezeigt bekommen und können mit dem Soundgenerator auch gleichzeitig den Gangwechsel simulieren. Das heißt, auf dem Display sieht man dann die Geschwindigkeit, den Gang und wenn man sich natürlich verschalten hat, dann gibt es natürlich Zeitabzug. Wichtig gewesen, auch wirklich die Vorteile des Fahrzeugs und das Fahrgefühl auf einer Ducati halt so stark wie möglich darzustellen, indem wir halt richtig schöne große Kurven gewählt haben, schöne Beschleunigungsstrecken, dann wiederum im Wechsel mit kleinen Haarnadelkurven, sodass man abbremsen muss, in die Kurve hineingehen kann. Und das Besondere hier ist, wir können aus der Kurve heraus beschleunigen. Also normalerweise braucht man ja ein LSM oder eine gerade Strecke zum Beschleunigen. Das brauchen wir nicht. Wir können wirklich schön in der Kurve beschleunigen und hoch in den Camelback hinein, um dann richtig viel Airtime zu führen.